ich auch noch aufstoßen. Dann kommt eins zum anderen heute. Oh. Freunde, ich sage euch, die News-Folge heute wird nicht nur für euch zur Qual. Im ersten Geschäftshalbjahr 2013-2014 hat Ubisoft ordentlich Verlust gemacht. 60 Millionen sollen es laut offiziellen Herstellerangaben ungefähr sein. Schuld dafür haben unter anderem das neueste Splinter Cell und Rayman Legends, denn beide haben weit unter den Erwartungen performt, wie wir so schön sagen. Deswegen hat Ubisoft jetzt angekündigt, dass zumindest Rayman Legends im ersten Quartal 2014 eine weitere Chance bekommt. Dann kommt Rayman nämlich auch für die PlayStation 4 und die Xbox One. Ob das Ganze grafisch groß überarbeitet wird, neue Inhalte bietet oder irgendetwas anderes, was man nicht schon längst kennt, das ist noch nicht bekannt. Wie viele kommen denn noch? Auch noch 30 Meldungen. Okay, los. Die PlayStation 4, die steht in den Vereinigten Staaten ja brandheiß im Handel und auch die ersten Wertungen haben uns schon erreicht. Die US-Medien werten zumindest die beiden großen Exklusivtitel für die PlayStation 4 gar nicht so gut. Killzone Shadowfall hat aktuell so einen Ranking-Schnitt von 75% und Knack sogar nur 57%. Bei Killzone sagt man, das wäre zwar optisch ganz, ganz toll, aber die Solo-Kampagne letztendlich relativ mau, so ungefähr der Tenor der Kritiken. Und bei Knack, ja, da sind sie alle enttäuscht, dass das Ganze eigentlich nur ein ganz simples Prügelspiel ist und dieser ganze Aufbau von Neck, von diesem Wichtel da, letztendlich nur Staffage ist. Wir sind natürlich erst dann in der Lage, das Final zu beurteilen, wenn auch wir endlich eine PlayStation 4 mit den Spielen hier haben. Haha, dumme 4. Und wenn ihr jetzt denkt, haha, dumme PS4-Käufer, da hole ich mir doch gleich eine Xbox One, da sind die Spiele viel geiler. Auch da gibt es kleine Einschränkungen. Dead Rising 3 zum Beispiel. Da hat Capcom ja hoch und heilig versprochen, nachdem die ersten Videos dazu ziemlich mäßig und vor allem ruckelig aussahen, dass das finale Spiel mit konstanten 30 Bildern pro Sekunde laufen soll. Ja, das ist jetzt nicht der Fall. Die englischsprachigen Kollegen haben das Spiel mal genauer unter die Lupe genommen und festgestellt, dass vor allem in den Außenarealen das Ganze quasi konsequent auf 20 Bilder pro Sekunde fällt, manchmal sogar nur 16 Frames per Second gemessen wurden. Ja, eine Erklärung dafür könnte sein, dass Capcom jetzt preisgegeben hat, dass ursprünglich Dead Rising 3 für die Xbox 360 erscheinen sollte, man da aber quasi Probleme mit der technischen Kapazität gehabt hätte, was diese ganzen Millionen von Zombies auf dem Bildschirm angeht und dann eben auf die Xbox One umgesattelt habe. Ja, das war vielleicht ein bisschen spät, denn das Spiel letztendlich ist nicht so geil. Vielleicht gar nicht so schlimm, dass es nicht nach Deutschland kommt. Oh shit! GTA 5-Fans haben ja wirklich allen Grund zur Freude, denn nicht nur ist das Hauptspiel so toll, nein, Rockstar schickt auch schon den ersten DLC nach, und zwar umsonst. Nächste Woche erscheint Beach Bum bereits und wie der Name schon andeutet, dreht sich alles um das Thema Strand. Das heißt, es gibt neue Vehikel, zum Beispiel Beach Buggies, ein Camper oder auch Speedboats. Es gibt tolle Outfits für Multiplayer-Sessions und auch ein paar neue Waffen. Zum Beispiel ist eine abgebrochene Flasche für den Nahkampf dabei. Das sind richtig gute Nachrichten und toll ist ebenfalls auch, dass man bereits am Story-DLC arbeitet. Wann genau die Hauptstory erweitert wird, das weiß man nicht. Was sie kostet, wissen wir auch nicht, aber Rockstar bisher macht ihr das schon richtig gut. Vamos a la playa, oh, oh. Schlimmste Tag in meinem Leben. Die meisten von euch haben es wahrscheinlich noch gar nicht mitbekommen, aber im Internet gibt es ein ganz neues, heißes Ding, das nennt sich YouTube. Das kann man sich zum Beispiel teilweise auf allen Computern schon angucken, teilweise auch auf so ziemlich jeder Konsole und manchmal auch auf so ziemlich jedem Smartphone. Und jetzt kommt auch ein eigener YouTube-Kanal für Nintendos 3DS. Da kann man dann zum Beispiel oben sich ein Video angucken und unten dann bereits andere Videos anklicken. Das hat Nintendo bekannt gegeben. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Hey Leute, habt ihr das schon gehört? Dieses YouTube kommt jetzt auch für den 3DS. Geil, oder? Hey Leute, habt ihr das schon gehört? Dieses YouTube kommt jetzt auch für den Nintendo 3DS. Geil, oder? Hey Leute, habt ihr schon... Aua. Hey Leute, habt ihr schon gehört? Dieses YouTube kommt jetzt... Entschuldigung. Hey Leute, habt ihr schon gehört? Hey Leute, habt ihr schon gehört? Offensichtlich ja.
Und zu guter Letzt haben wir noch eine Meldung in eigener Sache. Ab Montag starten bei uns nämlich die großen Vorzocker Awards 2013. Das heißt, wir haben alle möglichen Kategorien zusammengetragen, um die besten Spiele des noch laufenden Spielejahres zu küren. Und ihr seid jetzt aufgerufen, da mitzumachen, denn ihr könnt natürlich abstimmen und eure Stimme geben, wer darf in den einzelnen Kategorien gewinnen. Und zu gewinnen gibt es auch noch was. Wir haben ganz, ganz viele tolle Preise. Also ab nächster Woche einfach mal den Vorzocker-Kanal regelmäßig an surfen und dann einfach glücklich klicken. So, liebe Leute, das war es dann auch wieder an dieser Stelle. Ich werde mich jetzt direkt mal ins Bettchen legen und auskurieren, damit ich möglichst schnell wieder weiterarbeiten kann. Ja, so ist das. In der Zwischenzeit könnt ihr euch ja zumindest mal die anderen, guckt euch einfach schon mal die anderen News-Videos an, die wir hier schon spannend für euch vorbereitet haben. Außerdem noch Need for Speed Rivals, da hatten wir ein kleines Interview zum neuesten Teil von EA's Razer. Raser hat's, ja, Abbau, ne? Winkel.